Rekordsieger Kickers Offenbach und der SVW in Wiesbaden bestreiten in diesem Jahr das Finale des Hessenpokals. 2300 Zuschauer sind in das Stadion des TSV Steinbach gekommen und sehen die Offenbacher in den grünen Auswärtstrikots. Der OFC dank Elfmeter hält Daniel Endres im Finale. Der kriselnde Drittligist aus Wiesbaden buxierte sich in letzter Sekunde gegen den Verbandsligisten FC Eder Bergland in das Endspiel. Kickers Trainer Olli Reck stellt seine Mannschaft gegenüber der Liga auf zwei Positionen um. Maslanka und Hodja kommen für Korb und Müller. Auf der anderen Seite lässt Thorsten Fröding Topscorer Schnellbacher zunächst draußen und bringt mit Sven Mende einen zusätzlichen Mittelfeldmann. Ab in die Partie. Der Drittligist ist in der Anfangsphase mehr am Ball und versucht das Spiel zu bestimmen. Torwart Kolke versucht es über Sechser Pizzoni. Stark gestört von Maslanka und plötzlich steht Hodja ganz alleine vor der Hütte. 1-0 für den OFC. Da war der frühere Erstligaspieler vom 1. FC Köln wohl noch nicht so ganz in Haige angekommen. Dren Hodja hellwach, 3 Tore in den letzten 3 Partien. Hier die plötzliche Führung. Der Drittligist erhöht den Druck. Nur wenige Minuten nach dem Rückstand gibt es Einwurf für Wien Wiesbaden. Marc Lorenz mit einer perfekten Einwurfflanke, Schindler verlängert und schon klingelt es im Kasten. 1-1. Thorsten Oehl mit dem Ausgleichstreffer. Der ehemalige Offenbacher zögert keine Sekunde und hämmert das Leder zum ersten Mal im Hessenpokal ins Tor. Der OFC keineswegs geschockt, setzt zum Gegenschlag an. Maslanka serviert Techniker Pintol den Ball perfekt, doch der 25-Jährige räumt nicht ab. Im Sommer folgt der Ex-OFC-Coach Rico Schmidt nach Halle in die dritte Liga. Vor dem Pausentee versuchen es die Wehner noch einmal. David Blacher sorgt für Schwung über die Außenbahn, wimmelt Gegenspieler Vetter ab und hat Zeit zum Flanken. Theodosiades fehlt es an Timing und noch mehr Größe. Aber der Deutsch-Grieche kann seinen Fehler wieder gut machen und rettet das Unentschieden in die Halbzeit. Der Regionalligist steht hinten geordnet und hat die Mittel vorne für Gefahr zu sorgen. Bislang merkt man den Klassenunterschied kaum. Die zweite Hälfte beginnt etwas verhaltener. Als erstes zeigt sich der Drittligist vorne. Der zweikampfstarke Earl zieht einige Gegenspieler auf sich und sieht den eingewechselten Lindner. Vetter ist dazwischen. Mende frei am 16er, aber zum zweiten Mal wirft sich Vetter in den Ball. Starker Einsatz des Sechsers. Die zweite Hälfte gehört bislang Wien Wiesbaden. Jetzt aber eine Ecke für den OFC. Dobros steht bereit. Zuletzt eher mit unglücklichen Standards. Oehl bekommt den Ball nicht weg, Gebers zwingt Kolke zur Glanztat und Pintol schiebt ein. Aber abseits. Das war eindeutig. Trotzdem, das erste Lebenszeichen des OFC im zweiten Abschnitt. Mit etwas mehr Selbstvertrauen spielen die Kickers jetzt nach vorne. Der bislang unauffällige Röser mit einem schönen Pass auf den laufstarken Vetter und schon brennt es hinten bei Wien Wiesbaden. Letztendlich vergibt der eingewechselte Scheu aus kurzer Distanz. Seine Einwechslung hat dem OFC gut getan. Der Drittligist scheint verwundbar. Vielleicht geht etwas für die Wehner über einen Standard. Pizzoni prüft Daniel Endres. Der Elfmeterheld aus dem Halbfinale hat mit so einem Ball aber keine Probleme. Er wurde bislang zu selten getestet. Mit dem frischen Scheu geht jetzt viel über die rechte Seite des OFC. 2 schnelle Pässe und schon läuft Röser alleine auf Kolke zu. Tor! 2-1 für Kickers Offenbach. Schon am Wochenende traf Röser gegen Neckar-Elz doppelt. Sorgt ausgerechnet der frühere Wehner nun für die Entscheidung? So ist es. Der OFC gewinnt mit 2-1. Wien Wiesbaden gelingt in den letzten Minuten nichts mehr. Die Krise der Taunussteiner hält an. Jetzt wartet der Abstiegskrimi in der dritten Liga. Der OFC hat nach dem wohl verpassten Aufstieg zumindest noch das Highlight DFB-Pokal gesichert. Der Biberer Berg ist bereit und wird mit Sicherheit auch für einen Bundesligisten nicht das leichteste los. Dafür wird Pokalexperte Daniel Endres schon sorgen.